Ein Freundschaftskontakt, hallo, ich grüße euch alle herzlich zu einer weiteren Folge Crusader Kings 3. Mit an meiner Seite ist die werte Gaming-Krabbe, Grüß Gott. die das luxemburgische Krabbenreich gründet. Ja, das kann man so sagen irgendwie. Krabbenburg muss umbenennen. Geht das? Ey, hör mal, geht das nicht? Nee, ja, weiß ich nicht. Kann ich das umbenennen? Also es gibt eine Cheat-Mod, da geht. Ja doch, kann ich. Warte mal, kann ich wirklich umbenennen? Name Krabbenburg? Kramburg. Kramburgisch. Hast Ja. du? Hast du nur die Ja, Stadt, immerhin, oder? ich jetzt hat so. Das Die muss umbenannt Grafschaft sein. Krabbenburg hast du jetzt, aber Ja, wenn du rausgehst, steht da Grafschaft von Kramburg. ich meine jetzt den Kaisertitel. Ach, den. Nee, Quatsch. Den Grafentitel kannst du aber nicht. Nee, ach doch, bist du wohl Graf von Ja, Krabbenburg? ja. Ja, den Herzog. Da müsste ich sogar. Kann ich das Königreich nachher auch umbenennen? Weiß ich nicht. Also, warte, ich guck Muss mal man mal gerade. gucken. Wo hast du das jetzt gemacht? Ich bin auf meinen. Hier auf mein Ding gegangen. Auf meine Herzog, Grafschaft. ja, warte, also ich kann jetzt hier auch das Herzogtum bei mir umbenennen, also ja. Genau hier. Da kann man. Da müsste man eigentlich alles umbenennen können. Für sich natürlich. Aber natürlich nicht andere Nationen, oder? Nee. Wäre auch wär zu stark gewesen. Aber es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn man in dem Spiel nicht hätte auch seine Reiche umbenennen können, tatsächlich. Habe ich noch nie drauf geachtet. Ja, und. Ich mag historische Namen, also, aber lass einfach mal Das ist ganz lustig, weitertriggern. ja. Ich würde auch So. behaupten, wenn jetzt irgendwie großartig Kriege sind oder sowas, dann halt einfach nur Bescheid sagen, dann zwei machen und dann. Genau, ansonsten lassen wir es auf 3 laufen. Das ist eine relativ angenehme Schnelligkeit. Letzte Folge, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ist das Westfrankenreich, das Ostfrankenreich kollabiert im Krieg gegen Lothringen. Da ist der Kaiser, glaube ich, vielleicht sogar umgebracht worden, ich bin mir nicht sicher. Das hat meine Pläne komplett über den Haufen geworfen, weil ich nicht mehr expandieren kann, gerade. Du kannst ja auch nichts expandieren noch, oder nicht? Du Nee, kannst jetzt gerade mal. nicht. Du kannst doch. Moment. Ich muss erst wieder Ansprüche fingieren. Ich habe alle Ansprüche irgendwie verloren, weil jetzt der neue König alle anderen Ansprüche über den Haufen geworfen hat. Aber nach Die Lüttich Titel nach oben alle in den um. Norden? Geht das nicht? Das geht nicht, weil Lüttich wird irgendwie vom König garantiert. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich den Krieg erkläre, ist der König mit drinne. Oder? Ja. Die sind auch viel zu stark. Die haben 3500 Mann und ich erkläre direkt den König den Krieg. Aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß aber nicht warum. Ich bin schon im Königreich von Lothringen drinne, ja. Ich bin. Bin ich sein Vasall? Warte mal. Hä? Ich bin doch sein Vasall, oder nicht? Der Fürst Erzbischof von Niederlothringen, das ist mein Lehnsherr. Ah. Ach, deswegen. Aber warum unterstützt der Kaiser dann Lüttich? Ja, der König. Ich muss versuchen, das herauszufinden in den nächsten Minuten, warum das so ist. Jetzt habe ich mir erstmal einen Arzt geholt. Und ich brauche noch eigentlich am besten. Hast du gute Ritter bei dir? Nee, nicht wirklich. Ich muss gar nicht schauen, um zu wissen, dass die alle Schrott sind. Okay. Meine Gräfin ist schon wieder schwanger. Erst, also die einen Kinder sterben, die anderen kommen wieder neu dazu. So, also meine Ritter sind. Nee, die sind Schrott. Ja, wobei der eine ist ganz gut. Der ist mein Ratskanzler. Gebe ich meinem Sohn schon eine Provinz? 5 Jahre lang selbstständige Truppen. Ja, es wäre schön, wenn man das mal angucken könnte, was mir das bringt. Naja. Als ich mich dem See nähere, sehe ich ein Lager, das am Ufer aufgeschlagen ist. Die haben ihre Wasservorräte verloren. Okay. Ich suche irgendwas. Seit wann suche ich denn was? Was habe ich denn da später angestellt? Zur örtlichen Kultur konvertieren. Was sagen denn meine Vasallen? Vasallen.
Okzitanisch, Französisch, Ich habe einen guten Ritter und der Rest ist Schrott. So, ich habe einen Lebenswandel-Kriegsführungsvorteil bekommen durch dieses kleine Event-Reihe. Ich meine, das bringt mir nicht mehr so viel, der ist eh schon steinalt. Die Kriegsgrundkosten verringern. Ja, wir müssen uns irgendwie an die Spitze unseres Erzbischofstums kämpfen. Wenn ich Söldner anheuern würde, 131 brauche ich dafür. Naja, gut Ding will Weile haben, ne? Ja. Und wieder eine Tochter. Das ist super. So viel Glück kann man doch gar nicht haben. Wer ist denn eigentlich gestorben von meinen Töchtern? Bündnisjahr. Da müssen wir die nochmal eine neue Bündnisjahr machen. Weil Töchter haben keine Ansprüche auf Titel. Aber man kann sie trotzdem für Bündnisse verheiraten. Wobei er schon fast... Na, ich glaube, bis die volljährig sind, ist mein alter Knacker gestorben. Zwei. Ah, okay. Die Provinz ist nicht so stark, alles klar. Valley. Also mir fehlt auch irgendwie, wo ich jetzt gerade mich so ein bisschen umgucke, die Funktion genau zu wissen, wer einen sehr gerne hat oder wer nicht oder wie auch immer, ne? Also, weißt du, wie ich meine? Mhm. Beziehungen. Stimmt, gibt es auch gar keinen Kartenmodi für, ne? Ist auch interessant. Obwohl, hier könnte ich ein bisschen auch, aber... Erinnere mich ein bisschen an Stellaris, da gab es auch viele Funktionen nicht, auch von den Kartenmodi, das wurde dann nach vielen Protesten mal nachgepatcht, ziemlich schnell. Ja gut, das wird halt, aber da sind wir wieder bei dem Thema, ist halt noch nicht halt komplett ausgereift, einfach das Spiel, weil es halt noch Zeit braucht. Ja, das ist richtig. Wie alt ist denn der König eigentlich? Der ist erst 36, der schaut aus wie 70. Oh Gott, der ist noch so jung. Bis der stirbt und da irgendwas Interessantes passiert, das dauert noch ewig. Das ist nicht gut. Ja, ich bin hier in einer sehr schwierigen Position gerade. Mein Lehnsherr ist häufiger zu Besuch bei meinen Ratstreffen. Was, ich glaube, ich möchte, dass ich ihn beeindrucke. Ein paar Rekruten begrüßen gehen. Oh, machen wir mal das. Das erhöht die Meinung und wir bekommen 50 Kriegsführungserfahrung. Anjö. Mit wem bin ich jetzt verbündet nochmal bei Anjö? Ich meine, bin mit den Grafen da verbündet, oder? Verbündet? Dem Grafen tatsächlich. Anjö selber nicht. Fürsterzbischof Willibert hat Fürsterzbischof Skatvr den Krieg erklärt. Aha. Wer hat wen im Krieg erklärt? Fürsterzbischöfe. Mein Lehnsherr hat einem anderen Lehnsherr den Krieg erklärt. Ah, okay. Aber gut, deiner ist doch der Hauptlehnsherr. Du hast ja keinen. Nee, ich bin Vasall von einem Erzbischof und der ist Vasall vom Königreich von Lothringen. Und mein König hat jetzt König Louis den Krieg erklärt. Der greift jetzt Italien an. Ey, wenn der jetzt Italien auch noch kriegt, ne? Dann raste ich aus. Oh, vernarrt bin ich. Oh, sehr schön. Ich krieg Prestige dazu. Aber mit wem ist denn der jetzt im Krieg? Den will ich eigentlich angreifen. Der hat... Ach, der hat Westfranken angegriffen, meiner. Oh. Oh, okay. Nee, doch nicht. Scheiße. Ich überlege gerade jetzt meinen Unabhängigkeitskrieg zu erklären. Echt? Um ihm in den Rücken zu fallen. Ja, bei deinem, Das würde mich ihm gegenüber unabhängig machen. Ich könnte wieder etwas freier expandieren. Kannst du nicht außerhalb von dem Bischofstum was machen?
Ja, nur noch in Kleve. Oder wie das da heißt. Nee, Zutphen. Weil alle anderen haben irgendwelche. Das andere gehört direkt dem. Graf Adalhard von Trier, das ist. Der ist verbündet mit einigen. Ich weiß auch nicht, ich habe auch das Problem, dass ich die meisten Herzogtümer oder Baronien oder so nicht auswählen kann. Grafschaften. Ich sehe die gar nicht. Ich weiß aber nicht, warum. Ja, das Herzogtum von Oberlothringen. So, bei Reiche sehe ich die meisten nicht. Und das ist eben genau das Problem, weil ich eben Untertan bin von ihm. Ich sehe die ganzen anderen gar nicht. Okay. Das ist für mich gerade ein bisschen umständlich. Und sobald ich dann aus meinem heraus jemanden den Krieg erkläre, erkläre ich quasi direkt dem König den Krieg, habe ich herausgefunden. Weil der quasi die schützt. Wenn ich allerdings Vasall vom König bin, ist es ihm egal. Und dadurch, dass ich kein direkter Vasall vom König bin, juckt ihn das auf einmal. Ja, dann müsstest du da. Ja, gut, das ist jetzt echt natürlich scheiße gelaufen, aber es liegt ja daran, dass du als Graf starten wolltest. Ja, ich liebe die Challenge, ne? Also, Zutphen, da kannst du hin, theoretisch. Ich kann jetzt nach Zutphen um, genau, weil der ist nämlich auch Vasall von meinem. Sonst könntest du noch nach Koblenz vielleicht? Koblenz, könnte ich nicht, weil ich keine direkte Grenze habe. Ah, okay, ja gut, dann müsstest du über Norden. Also, ich würde an deiner Stelle vielleicht über den Norden gehen. Dadurch noch einen Ticken stärker werden, weil. Was kann denn dann? Der hat 700 Mann. Du hast 900 Mann. Ja, theoretisch, ne? Der hat kein Bündnis. Suchst du dir irgendein Bündnis jetzt noch? Wen meinst du denn gerade? Wen ich angreifen soll? Dein Lehnsherr hat aktuell 700 Mann. Achso, ja. Du hast 900 Mann. Wenn du jetzt hingehst und dir irgendwie noch ein Bündnis sicherst über deine Hochzeit, vielleicht dein Sohn halt ein Verlöbnis arrangierst mit keine Ahnung was, solltest du eigentlich dich unabhängig erklären können von ihm. Oder halt sogar, ich weiß nicht, was du da genau beeinflusst, ob du nicht dann auch direkt was beanspruchen kannst oder sowas. Na, der hat jetzt gerade Söldner angeheuert. Darum sage ich ja irgendein Bündnis. Du brauchst ein Bündnis. Also du könntest ja hingehen, ich weiß nicht, entweder Kassel viel. Ah, was haben die denn? Ne, die haben nur Söldner. Natürlich sind die ganzen billigen Söldner wieder vergeben. Ich arbeite fast nie mit Söldnern, also. Wo ist denn die Grafschaft von Geldern? Müsste doch hier oben gleich. Ist es der Nachbar? Wow. Das ist auch noch der Nachbar. Das zerstört mein Ziel, dass ich die möglichst schnell einfach zerstöre. Dann machen wir mal Folgendes. Dann rekrutieren wir mal ein paar Truppen extra. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das hier weiterentwickelt, ne? Wenn meiner jetzt hier gewinnt, dann hat er nämlich natürlich. Was ist eigentlich der Kriegsgrund? Anspruch auf Grafschaft von Marburg. Oh. Ja, das ist eine gut ausgebaute. 5 Entwicklungen schon. Wie viel habe ich denn eigentlich aktuell an Entwicklungen? Ah, auch 5. Okay, na gut. Ich mache jetzt gerade hier irgendwie ein Trainingsding. Verbesserte Verteidigung, hervorragend. Okay. Und einen Vorzug wiederbekommen. Verteidigung. Festungsstufe. Armeeunterhalt und Verstärkungsrate. Anzahl der Ritter, okay, die will ich haben. Dadurch, dass wir nicht so viele Truppen haben, ist das auf jeden Fall sehr gut. Und ich habe Geld. Was mache ich mit Geld? Wir werden schon erstmal ein neues Kriegsführungsding freischalten hier. Verteidigervorteil, wenn sie mich angreifen. Wie kriege ich am cleversten hin, Prestige zu bekommen? Heiraten, Hochzeiten. Oder Jagd. Jagd gibt auch. Ah, dann kann passieren, dass dein Charakter natürlich mal verwundet wird oder stirbt. Jagd habe ich schon hinter mir.
Weil ich würde halt relativ doch zeitnah versuchen, meine Autorität zu steigern. Ach so, kann ich gar nicht. Ha! Weil wir diese. Hast du das schon, dieses Plenarversammlungen? Nee, höchstwahrscheinlich nicht. Mein Lehnsherr zieht in den Krieg gegen Italien. Okay. Oh, da könnte ich eigentlich beitreten. Geht das? Auch oder was? Prügeln jetzt alle auf Italien ein oder wie? Ja, anscheinend. Aber kann ich da nicht noch beitreten? Oder ist man automatisch damit drin? Du bist quasi Vasall, ne? Dein König ist im Krieg und du bist mit drin automatisch, weil du ja einen Teil deiner Truppen abstellst. Aber du kannst, du müsstest auch auswählen können, wenn du auf ihn gehst, müsstest du vielleicht auswählen können, Krieg beitreten. Guck ich mal. Kriegsbeitritt anbieten. Na, dafür musst du gleich mit ihm verbündet sein. Ups, verklickt. Kriegsbeitritt anbieten. Das ist unter Diplomatie bei weitere. Oder ich überlege gerade, weil Krieg bringt auf jeden Fall Kohle, ne? Und Ja, wenn du. Prestige. Andererseits bringt mich das auch nicht wirklich weiter. Der Kerl sucht ja auch noch aus, was jetzt wir hier am besten forschen. Das ist ja total behämmert. Egal. Bündnis vorschlagen mit. Tja, die Räuber haben die Schlacht gewonnen gegen meinen Lehnsherrn. Das ist natürlich blöd für meinen Lehnsherrn. Ach so, Es ich wollte das. Ah! Toll, ist die Zeit doch einfach weggetriggert. das Fürsterzbistum. Ja. Was mir meine Expansion zerstört. Was? Was? Nee, ich bin gerade am Trauern darüber, dass ich hier nirgends expandieren kann gerade. Okay. Naja. Gut Ding will Weile haben, sage ich immer. Na no, gut. Charles mag mich mehr. Familienmörder. Oh, okay. Krieg gegen Italien läuft super. Plus 50%. Das meiste doch gewonnene Schlachten. Gewinnet, wer greift an? Also mein Herrscher ist jetzt auch wieder mit total vielen Leuten im Krieg. Drei Kriege sind gerade am Laufen. Bei dir nur einer. Okay. Meine Frau ist eine richtige Zuchtmaschine, die ist schon wieder schwanger. Warum mögen mich meine Kinder eigentlich nicht? Okay, aber eins ist dafür gestorben. Ja, das ist mal dahin gegangen. Tochter, Tochter, Sohn. Oh, bisher eigentlich gar nicht mal verkehrt, ne? Ich hab Sohn, Tochter. Ich habe es ideal bis jetzt. Ich hoffe, dass auch das nächste Kind wieder eine Tochter ist. Also das Problem ist, mein Herrscher ist halt zu alt. Also selbst wenn ich jetzt 10 Bündnisse schmiede, sobald er stirbt, kann ich mir die in die Haare schmieren. Dann fallen wieder ein paar weg. Eigentlich muss ich mich nur ausdehnen, ne? Das klingt so einfach. So, mit wem machen wir denn ein Bündnis? Ja, du kannst ja über die Dinge geht das eigentlich relativ gut, ja, hier, ne? Ansprüche fingieren. Also, schwer ist es jetzt in dem Sinne nicht. Ich habe nämlich noch ein paar kleine bei mir. Aber zum Beispiel in den Süden, da wo ich einen Anspruch hätte, kann ich leider nicht gehen, weil da irgendwie so ein komischer Kerl mit Lothringen verbündet ist. Der ist mit deinem König verbündet, die Sau. Ist Ich etwa. habe einen Sohn, das gibt's nicht. Oh, dann wird sich dein Reich teilen. Nö. Weil ich habe nur. Ich habe nicht genug, was ich vererben könnte. Warum kann ich nicht heiraten? Wieso kannst du Da nicht genug steht. vererben? Du hast doch.
Ja, ich habe aber nicht genug Herzogtümer. Normalerweise müsste ein Sohn alles, ich müsste, ein Sohn müsste Alleinerbe sein, quasi. Nee, eigentlich müsste es sein, dass dein Hauptsohn zwei jetzt Grafschaften erbt und der andere ein. Und bei mir wird das sein, falls ich einen zweiten Sohn bekomme, kriegt jeweils einer halt einen Herzogtitel und die Vasallen werden aufgeteilt. Und halt die Grafschaften. Darum würde ich... Oh, apropos. Kann ich das jetzt noch machen? Titel vernichten. Ich könnte ihn vernichten, ne? Warum konnte ich das Bündnis nicht machen? Jetzt ist sie auch weg, interessanterweise. Jetzt habe ich gar keine Bündnisse mehr, die ich schließen kann, oder was? Ah. Ich kann irgendeine islamische Kultur nehmen, oder was das sein soll. Das gibt mir Ansprüche auf jede Menge Provinzen, aber... Ja, du hast... Ich habe eben gesehen, du hast ja relativ viele Ansprüche, ne? Ja, ich kann mich nirgends ausbreiten. Das ist... Doch, in den Norden, das geht doch jetzt. Kleve, hast du Anspruch bekommen? Da kannst du jetzt hin. So, schließen erstmal ein Bündnis. Bla bla bla. Ja, man wird sehen. Okay. Hervorragend, meine. Was ist das denn? Schwiegertochter? Genau. Meine Schwiegertochter ist hervorragend. Die hat ein paar gute Ansprüche. Die hat 22 Ansprüche. 22 Ansprüche? Auf jedwegen Scheiß. Okay, der Wer genau? Niemand. Eine Schwiegertochter. Oh. Plus 10 Meinungen von jedem Höfling, das ist aber super nett. Hast du bekommen, oder wie? Ja, warum auch immer. Weil ich einen gut organisierten Hof habe, angeblich. Er ist nicht der rechtmäßige Lehnsherr. Hilft mir halt jetzt gerade nicht viel. Moment, Lothringen verbündet. Oder? 254. Alba? Nee. Da steht nur nicht verfügbar, aber man weiß nicht warum, ne? Weil ich vielleicht gerade nicht im Krieg bin? Aber die könnte ich doch auch anheuern, oder? Strange. Okay, unsere beiden Reiche sind miteinander im Krieg. Es geht sich Anspruch auf Königreich Italien. Okay, weil ihr... Oh, ey, Alter. Aber wir haben ganz Italien, oha. Das sehe ich jetzt erst. Wir haben ganz Italien uns geholt. Okay. Oh. Oh, ich habe gerade was herausgefunden. Das ist aber jetzt praktisch. Ich hoffe mal, das bleibt so für die nächste Zeit noch. Achso, ich kann keine weiteren Kriegsvölker erschaffen. Ja. Ich habe 75 Prestige erhalten, weil ich eine Gräfin in die... Achso, die Gräfin fördert Ritterlichkeit, achso. I understand. Er ist ein, mein Sohn ist ein Narr, alles klar. Das ist doch hervorragend. Zumindest für mich. Das dachte ich mir schon, dass dir das wieder gefällt. So, jetzt erstmal Felder und Höfe bauen.
Also hör mal, ich habe jetzt nicht dir irgendwie bisher was Böses getan, ne? Ich versuche dich ja sogar zu unterstützen. Ich bin ja sogar fast dazu geneigt. Moment. Dir bei deiner Unabhängigkeit da zu helfen. Wenn du willst. Das Angebot, wenn das noch länger bestehen würde, vielleicht, weil ich habe jetzt aktuell zwei Kriege geplant. Das erste gegen die Grafschaft von der Bar, da muss ich aber noch einen Anspruch fingieren. Und der zweite Krieg ist dann gegen Suften, weil ich weiß es nicht genau, mein Anführer müsste bald sterben. Es bringt mir nicht viel, wenn ich jetzt die Unabhängigkeit mache von dem und dann quasi im nächsten Moment dann mein Reich wieder zweigeteilt wird und mich dann wieder irgendeiner eingliedern will gleich. Deswegen möchte ich das machen, wenn dann mein Reich später mit meinem neuen Sohn geeint ist. Ah, dieses Angebot, was wir da gestellt bekommen, das ist natürlich herzallerliebst. Achso, ich muss hier noch einen Vormund zuweisen. Naja, machen wir das mal. Flottentempo. Bringen wir doch überhaupt nichts. Hab doch gar keine Flotten. So, er ist 59. Ich hoffe, er wird 80 oder so. Das wäre natürlich auch nicht so schlecht. Vielleicht wird das so ein richtig alter Sack. Du brauchst, Alter, gerade passieren ein bisschen viele Sachen. Mach mal etwas langsamer, damit du das. Na, ist okay. Okay. Jetzt muss ich kurz noch was nachdenken. Wen gebe ich denn jetzt diese Provinz? Ach, einfach mal meinen Sohn. Dann kann der schon mal lernen, wie man ein Reich regiert. Ich sehe gerade, also das Westfrankenreich ist im Krieg mit Alba, Lothringen, Asturien, Salerno. Also ich glaube. Ja, aber gut, momentan, also warte, Moment. Also wir haben viele Kriege, ja. Das ist nicht gut, aber momentan ist es von den Kräfteverhältnissen sind wir stärker, aber das heißt ja nichts, ne? Naja, das heißt nicht viel. Ich glaube, ich hoffe, dass ihr gewinnt einfach. Ich hoffe, dass dieses Reich wieder zerschlagen wird, in dem ich mich gerade befinde. Da habe ich aktuell tatsächlich ganz großes Interesse dran. Ja, was macht Sinn jetzt hier in der Situation? Ich weiß es tatsächlich nicht so richtig. Machen wir das hier. Sehr schön. Wer kämpft da? Neu-Istrien gegen den. Und das war ein doofer Angriff. Ach so. Der hat verteidigt. Ja, gut, egal. Der Krieg ist vorbei, oder? Nee, der Westen. Ah, nee, ihr gewinnt jetzt aktuell den Krieg eher wieder. Nee, jetzt ist wieder. Also, der Krieg geht hin und her, ne? Das ist drauf, runter, rauf, runter, Ja also. gut, wir haben jetzt auch ein paar Kriege verloren. Jetzt weiß ich es gerade nicht. Ist der noch dran? Ja. Weil mein König hat auch noch ein paar andere Kriege unterstützt. Jetzt sollten der sich fast nur noch auf euch konzentrieren. So, das ist jetzt der Moment, auf den ich gewartet habe. Das Bündnis existiert nicht mehr. Und dann marschieren wir jetzt mit unseren 1300. Achso, die haben direkt sich Söldner geholt. Keine Kohle. Du musst, glaube ich, mal ein bisschen Geld ansparen. Kann das sein? Ja, habe ich. Ich habe mir. Also, ich habe mehr Männer wie. Also, wir haben gleich viele Truppen. Es kommt am Ende auf die Anführerwerte an. Und wer den besseren Vorteil in der Schlacht selber hat. Könnten wir versuchen, die Baronie zu anzugreifen. Wenn die uns dann angreifen, kriegen die einen Überquerungsmalus. Das ist jetzt meine Strategie gerade. Sobald wir die Baronie haben, haben wir gleich mal einen Kriegsvorteil. Das ist unser Kriegsziel. Weil ich habe nämlich auch voll auf. Ah, die haben Kavallerie. Oh, nix gut. Jetzt ist meine Frau schon wieder schwanger. Jetzt hör mal auf mit dem Schmarrn. War ja ganz lustig bis vor 10 Minuten. So, komm ab da rein. Zack. Also, für alle, die jetzt nicht so. Huch. Für alle, die jetzt nicht so viel wissen mit. Hier, Kriegsführung. Hier ist ein Fluss.
Das heißt, wenn die mich jetzt hier angreifen, bekommen die einen Überquerungsmodus, der sehr, sehr hoch ist. Das heißt, die werden mich jetzt hier nicht angreifen. Aber sie müssen mich eigentlich angreifen, weil ich das Kriegsziel jetzt gleich besetze. So. Haben wir auch noch irgendeine neue Religion bei uns, was? Nee. So, jetzt haben wir das Kriegsziel besetzt. Das ist natürlich jetzt gut für uns. Wir müssen jetzt eigentlich nichts weiter machen, als ein bisschen abzuwarten. Hab auch ein bisschen Gold bekommen durchs Plündern. Weil es sind halt einfach keine Söldner verfügbar, weil die KI in der wirklich so viele Söldner anheuert, das ist echt schon ein bisschen beängstigend. Also ich könnte Söldner anheuern. Wie viel Geld habt ihr denn? 1000 oder was? Ich habe 300. Die Sache ist die, ich versuche halt auch viel über, also ich habe eben zum Beispiel auch 100 Gold bekommen durch einen Gefangenen, ne? So. Ja, ich habe ja zu wenig Kriege quasi, um da irgendwas groß zu machen. Du kannst ja eigentlich fast als Christ nur wirklich hingehen, indem du Belagerungen durchführst, einigermaßen Geld bekommen. Und eine Tochter, super. Was macht er jetzt da? Das Fürsterzbistum. Oh, Franken ist im Krieg wieder mit meinem Lehnsherr. Ich hoffe mal, die gewinnen diesmal. Also ich habe qualitativ hochwertigere Truppen als mein Feind. Vielleicht wäre es klug, hier in die Offensive zu gehen. Oder auch nicht. Wir gehen einfach mal dahin aufs offene Feld. Die ziehen sich zurück. Okay. Oh, warte mal ganz kurz. Ja, ich mach langsamer. Oder mach Pause, genau. Wir marschieren dann direkt nach Zuften oder Zutpen oder wie das da heißt. Unterstützt mich mein Verbündeter wenigstens? Ja, die marschieren jetzt auch mal. Ah, der Krieg ist annulliert worden. Okay. Wirf mal du einfach wieder an. Oder ich. So, nee, wir machen jetzt Pause. Pause? Das ist das Ende der Folge, genau. Ah. Um Gottes Willen, und jetzt... Nein! Sowas... Okay, ich glaube, Was ist denn jetzt passiert? Was will der haben? Grafschaft von Malach, okay. Ich würde sagen, diese spannende Entscheidung, die schauen wir uns nächste Folge an, was da abgeht im Westfränkischen Reich. Boah, leck am Arsch. Das Cliffhanger, meine Damen und Herren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu Crusader Kings 3, den Kampf um die Krone der Frankenreiche. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.